Leute, und herzlich willkommen zurück bei Bound by Flame. Und wie ihr seht, leuchte ich wunderbar aus meiner Brust, ne? Ja, mir wurde es jetzt mehrfach gesteckt in den Kommentaren. Ich bin mehr dämonisch geworden, weil ich eben Punkte in Pyromantie investiert habe. Ihr seht es hier am rechten Zweig. Das habe ich total ausgeblockt, total verpeilt. Ja, dass ich, wenn ich da Punkte investiere, dass ich dann auch mehr zum Dämon werde, ja. Also sprich, es hat nicht nur was mit meinen Aktionen zu tun, was ich hier tue oder wie ich in der Spielwelt halt agiere, sprich meine Entscheidungen, die ich treffe, sondern es hat auch was damit zu tun, wie viele Punkte ich dann doch investiere in die einzelnen Skills. Ich muss mich erstmal da ganz kurz einspielen. Ich habe jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, aber was ich nicht vergessen habe, ist, dass ich den Waldläufer Stance einfach liebe. Ja? Das ist einfach fetzengeil mit dem Stance. Ich brauche dieses Zweihänderschwert gar nicht mehr. So, hier sind auf jeden Fall wieder ein paar Leute, die ich retten kann. Mit wem kann ich reden? Mit dir kann ich reden. Follow it and you'll come to a rift. Go in. The Elf Army is there, and they'll take care of you. Thank you. See you back at the camp. That's right. Bitte, bitte, kein Problem. 1250 Erfahrung. Nicht schlecht. Die letzten Gefangenen ist somit fertig. Das war der falsche Knopf. Was war denn die Minimap? Das war das Minimap. Es ist eigentlich ziemlich egal, wo ich hingehe, denn alle Wege führen dahin, wo ich hin muss. Das ist schon mal praktisch. Ne, ich gehe nicht durch die Tür, ich gehe hier lang. Männer brauchen keine Türen, wir gehen außen rum. Tja, ich habe mir auch schon stecken lassen vom guten Fenas, dass Bound by Flame nicht mehr wirklich lang ist. Ja, wir könnten schon fast so ziemlich, ja, nicht direkt am Ende sein, aber wir bewegen uns mehr oder weniger darauf zu. Ich glaube, Karel, das ist eines der vorletzten Gebiete. Wurde mir zumindest gesagt. Finde die Schmiede in Karelas. Gut, habe ich gefunden. Neutralisiert den Schmied der Totenwandler. Oh, oh, oh. Das hört sich interessant an. Sind das da vorne Feinde? Ne, es sind noch komische Flammen. Oh, ich glaube, das ist der Schmied. Finde ich jetzt aber ein bisschen enttäuschend, da es sich hierbei nicht um ein neues Modell handelt für den Schmied. Er ist einfach nur dieser fette Typ. Also das ist normale Gegner, nur mit eben komischen Aureneffekt. Dreht sich der um oder dreht sich der nicht um? Wäre halt jetzt interessant zu wissen, dass ich den backstabben könnte, aber... Sieht anscheinend nicht so aus, als würde der sich umdrehen. Wartet mal einen Moment. Wenn sich er nicht umdreht, nehme ich wenigstens seinen Kumpel mit. Au, au, au. Was? Was, 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 was? Was zum Teufel ist jetzt passiert? Hat er mit dem Bogen jetzt wirklich Dauerfeuer geschossen, wie mit dem Maschinengewehr? Habe ich das richtig gesehen? Alter Schwede, das war ja ein Mist. Edelstein der Elfen, 14 von 20. Yay. Das war jetzt mehr aus Grütze, das sage ich euch. Das fand ich jetzt schon ein bisschen unfair. Kommt da gerade ziemlich aufs Fressbrett. Aber ich muss aber die Idioten hier ausschalten, sonst habe ich nämlich noch größere Probleme. Ja, was ich jetzt brauche, ist ein Heiltrank. Was er braucht, sind ein paar ins Gesicht. Ja, das wird schön. Ja. Ich finde das immer noch so dämlich, dass das nicht gefixt ist, dass... Oh, Finstermagie, ja. Aber... Puh, ich nehme ja Schaden, wenn ich das mache. Das ist immer noch nicht
gefixt wurde, dass die Lebensenergiebalken verschwinden. Schön! Auch wenn ich drauf zaubere auf sein Schild, bekomme ich Schaden. Schön. Ich habe schon vergessen, wie happig dieses Spiel eigentlich ist. Aber es ist nicht schlecht. Das schaffen wir. So, alles kein Problem für uns. Kann ich da eigentlich Feuer drauf machen, wenn ich in Deckung bin? Blinde Waffe. Und Flammeffekt wieder weg auf der Waffe? Tatsächlich. Ah, super. Ich gebe mir extra Mühe mit dem Flammeneffekt, wisst ihr? Und was passiert? Cutscene und der Effekt ist wieder weg. Oh, das ist so millig hier. Schön. Wie soll ich denn da ausweichen, bitte? Die schießen und schießen und schießen und schießen und schießen. Dauerfeuer ist ja kein Problem. Ne? So, alles total easy. Müssen wir uns ja keine Gedanken machen drüber. Nee, passt schon. Einfach zack ins Maul, passt schon. Alles okay. Fettet du deine Wampe aus dieser Cutscene? Wirklich? Ich hab die jetzt alle irgendwie getriggert und weiß nicht, warum ist so weshalb, aber okay. Ah, der hat Eispfeile. Die machen mordsmäßig Schaden, stelle ich gerade fest. Oh yeah, die gute Frau ist tot. Die Frage ist, hat er jetzt nur einen Schildeffekt oder hat er den nicht? Natürlich jetzt schwer abzuschätzen. Au. Wie mache ich den jetzt kalt? Kann mir das einer erzählen? Ja, das ist schön zu wissen. Lauf in die Falle, mein Freund. Nee, nicht zu mir in die Falle. Hier bin ich. Ja, wenigstens kann er da nicht durchballern. Lauf rein. Lauf in die Falle, du Bastard. Na komm, komm. Ja. Weiter, noch ein Schritt, noch ein Schritt, noch ein Schritt. Ja, super, bekomme ich auch Schaden. Das ist ja intelligent. Wie kann ich ihn töten, damit ich keinen Schaden bekomme? Wie geht denn das bitte? Ja. Lässt er mich jetzt in Ruhe, oder was? Das ist auch nicht schlecht, gefällt mir. Hä, wie soll ich denn das machen? Sobald ich ihn anhitte, bekomme ich Schaden. Oh, jetzt komischerweise nicht. Ja, jetzt wieder. Shit. Weil es das komische Schild macht, aber du siehst den Effekt nicht, wann dieses Schild aktiv ist. Ich denke mal, jetzt ist es aus, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist der Punkt, wo es aus ist. Nein, der Zauber nicht dieses komische Schild, weil dieses böse Schild böse ist. Ich habe einen relativ hohen Störfaktor, das ist praktisch, da brauche ich nur mit Y drücken, da kann mir nichts passieren. Jawohl, komm her, Schmiedebub. Ah, nein, 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 weg. Hat er den Effekt jetzt wieder oder nicht? Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Nein. Nimm die Schmiedeausrüstung von Caraldas. Schmiedeausrüstung. Eins von drei sogar. Steckt das Metall, bla bla bla. Das war jetzt ein böser Encounter, das sage ich euch. Ey. 15 von 20 Elfen. Bin gespannt, wo die letzten 5 sind.
die Schmiede, das ist ein Kassetter oder Renkor. Okay. Dann haben wir alle drei Schmiedeausrüstungen und nur noch vier Elfen würden fehlen, theoretisch. Ist hier nochmal. Hier geht's runter. Leder, Heiltrank und Gold, das ist auch nicht verkehrt. Besonders die Heiltränke, die ich wieder verschwendet habe, ne? Wissen wir. Blitz habe ich bekommen, was immer das ist. Sieht aber nach einer Einhänderwaffe aus. Blitz. Ne, ist ein Zweihänder. So, ja, ja. Ne, eigentlich ist es schlechter, wenn ich ehrlich bin. So, wir bauen uns erstmal wieder ein paar Heiltränke. Armbrustbolzen habe ich genug. Ich müsste eigentlich noch ein paar Elfen finden. Wird die Musik auf einmal wieder so laut. Oh, hi. Na, wo kommt denn ihr her? Euch habe ich ja mal so überhaupt nicht vermisst. Wenn ich ganz ehrlich bin. Was dieses Finsternis für Schaden macht, das ist echt krass. Nicht gleich die Hälfte Leben, sondern geht los. Du wirst ja nicht diese arme Frau schlagen, ha? So länder. Tja, danke. Okay, nachdem wir das jetzt geklärt hätten. Mal eine ganze Beute einsammeln. Das waren doch drei Typen, oder? Ja, hier liegt noch ein Säckchen. Wunderbar. Desto mehr Blut, desto besser für mich. Jetzt bin ich eigentlich alles abgelaufen und habe nicht mehr Elfen gefunden, oder? Oder war ich da oben? War ich da nördlich von hier? Na gut, da komme ich gar nicht so weit. Ah, hier war noch einer. Es wäre doch jetzt gelacht, wenn ich die letzten drei nicht finden würde, oder? Für diese Questline. Das kann es doch jetzt nicht sein. Müssen doch irgendwo sein, die guten Leute. Toten. Elfen. Leute. Ah, hier liegt auch noch jemand. Dann sind es schon 18. Dann sind es 19 und hier ist Nummer 20. Wunderbar. Passt. Was ist das noch? Sprich mit Relma. Gut, dann können wir die Quest auch abgeben. Dann würde ich mal meinen, wir folgen jetzt einfach dem Marker. Der wird uns wahrscheinlich hundertprozentig in die Stadt zurückführen. Wo ich die ganzen Quests abgeben kann. Dann bin ich mal gespannt, was so passiert. Ich glaube, das letzte, was wir gemacht haben in der Stadt, war dieses Verhör mit dem Untoten. Wo uns ja ein, ja, ich glaube, es war einer der Eisfürsten, unser Versteck rausgefunden hat. Ich glaube, das war dieser komische Schwarzfrost. So nennt er sich zumindest. So, und hier seht ihr, das ist das ganz normale Feind. Oder das ganz normale Modell, was wir mit dem Schmied hergenommen haben. Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich mir ein anderes Modell gewünscht. Irgendwas cooleres. Ah, nein, 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 nein. Wir sterben jetzt nicht. Es läuft gerade so gut. Wir sterben jetzt nicht. Und wir sterben doch, so wie es aussieht. Das allein schon, weil die da oben eine müssten runterschießen, ne? Komm mal hier in die Unterführung. Das ist nämlich viel, viel schöner. Na komm rein, komm. Das geht doch. Warum nicht gleich so? Schießen die eigentlich immer noch? Nee. Gut, ich will eigentlich nur zurück in die Stadt. Mehr will ich gar nicht. Erstmal den Weg herausfinden. Das ist so ein kleines Labyrinth irgendwie.
alles zugestellt mit Kisten, ja? Ah, oh, Sackgasse. Da war eine Truhe, die habe ich aber schon. Ich will doch nur zurück. Mehr will ich doch gar nicht. Moment. Hier durch diese Tür. Aber sehe ich nicht toll aus mit meinem kleinen Hörnchen? Steht mir schon irgendwie, oder? Würdest du bitte durch die Tür gehen? Das wäre nett. Danke. Mehr verlange ich gar nicht. Nur, dass du durch die Tür durchgehst. Ja, das, dann ist alles okay. Geh nur durch die Tür. Tja. Bin gespannt, was noch alles passiert. Wahrscheinlich wird es unser Lager schon gar nicht mehr geben. Eins, 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 eins. Was habe ich denn da noch am Laufen? Hoppala, falscher Knopf. So viele Einsen auf der Minimap, ich weiß gar nicht, wo die alle hingehören. Schmiedeausrüstung. Besorge die Pflanzen für Randwa. Ach, das ist die Pflanzenquiz. Wisst ihr was? Nachdem ich hier in der Nähe bin, machen wir das auch noch fix. Dann kann ich alles auf einmal abgeben. Ich glaube gar nicht, dass das so verkehrt ist. Ah, da vorne leuchtet es eh schon. Lass dich nicht von mir stören, mein Freund. Wir haben ja schon gelernt, dass Bogenschützen mal das erste sterben will, ja? Das ist so das A und U irgendwie. Fernkämpfer als erst. Oh je, der hält was aus. Autsch. Der zieht mir einfach mal ein Drittel der Lebensenergie ab. Mit einem Hieb. Ist schon abartig irgendwie. Hier bin ich. Und der Fettwanz, der verliert Lebensenergie, wenn ich ihn schlage in Loch und Nöcher. Bisschen seltsam. Bin ich vergiftet auch noch. Vergiftet auch noch. Weil er das seine Fäulnis zaubern muss. Bah, ich gehe, geht. So, gut, dass die gute. Ja, gut, dass die gute. Ja, zweimal gut. Gut, dass sie Heilspells dabei hat. Ich denke mal, wir müssen das hier sammeln. Das ist ein komischer Busch. Ja, 2 von 5. Ich hab das schon wieder vergessen, wer Randwall war, aber hey. Wird schon nicht so wichtig sein, oder? Tja. Bisschen spazieren gehen im Schnee, das ist ja auch nicht so wild eigentlich. Ich glaube, hier waren auch nochmal Gegner. Oder? Nee, das letzte Mal waren hier auf jeden Fall Gegner, das weiß ich noch. So, 3 von 5. Ich finde das immer noch ziemlich geil, dass die Rüstung in der Mitte geteilt ist. Also, dass wirklich nur diese eine Schulterpartie freiliegt. In vielen anderen Spielen ist es halt dann so, dass du wirklich gar keine Rüstung anziehen kannst oder sowas. Ist wirklich schön gemacht hier. Ah, da, zu viele Feinde, zu viele Feinde, zu viele Feinde. Moment, das machen wir anders. Nachdem ihr alle Nahkämpfer seid. Kann ich den Feuerball eigentlich aufladen? Ich glaube, da habe ich mich jetzt verguckt, oder? Ne, schießt immer 3. Ich dachte, ich könnte ihn aufladen, dass er vielleicht einen großen schießt oder sowas, aber das geht leider nicht. Ah, da bin ich jetzt schnell gestorben. Holla die Walfee. Was so ein Bolzen in die Brust doch ausmacht, ne? Okay, hier war der Checkpoint. Ah, jetzt muss ich das nochmal sammeln, oder? Oder hat sich dir das gemerkt? Ne, 1 von 5. Schade, schade. Gut, dass mich hier keiner sieht, ne? So auf offenem Feld. Upp.
Das ist schon einiges lustiger, wenn man Pyromantie hernimmt, das kann ich euch sagen. Ah, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Bound by Flame, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich glaube, ich werde diese Quest dann rausschneiden, sprich, ich werde das Zeug jetzt off-cam sammeln, wie man so schön sagt, damit das alles ein bisschen flotter geht. Ich bin euer Zagorn, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage natürlich wie immer, stay tuned and so long.